Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie alle sehr herzlich willkommen zu dieser Verleihung der Leibniz-Preise 2016. Der fast 30. Preisverleihung im Rahmen dieses Förderprogramms, genau genommen nämlich der 31., das passt aber nicht in meine rhetorische Schematik hinein. Also der fast 30. Preisverleihung dieses Förderprogramms im 300. Todesjahr von Gottfried Wilhelm Leibniz, hier im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Vielen Dank, Herr Gottschall, dass wir auch dieses Jahr bei Ihnen wieder zu Gast sein dürfen. Eine Akademie, die über ihre wechselvolle Geschichte hinweg denn doch auf eine Initiative von Leibniz eben sich zurückführen darf. Noch mehr symbolische Bedeutsamkeit kann Wissenschaft in Deutschland nicht leicht in einer einzigen Situation versammeln. Und sie bildet diese Situation mit dieser symbolischen Bedeutsamkeit, sie bildet den Rahmen für einen Festakt, in dem sich der ganze Erkenntnisreichtum moderner Forschung verdichtet, in dem sich die faszinierende Vielfalt ihrer Disziplinen, ihrer übergreifenden Erkenntnisprobleme und Forschungsperspektiven zeigt. Ein Festakt, in dem, wie in jedem Jahr,
diejenigen Personen im Mittelpunkt stehen, die mit ihren außerordentlichen Leistungen die Forschung in besonderer Weise prägen. Wir feiern und ehren heute 10 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus sehr unterschiedlichen Disziplinen kommen, die in ihren Forschungen mit höchst unterschiedlichen Erkenntnisproblemen und methodischen Fragen befasst sind und die zugleich allerdings diese Gemeinsamkeit teilen, dass sie nämlich ihr jeweiliges Forschungsfeld verändern. Dass sie es verändern, weil sie ungebahnte und riskante Wege gehen, Wege, auf denen Überraschendes, Unerwartetes, Wegweisendes zu denken, zu erkennen, zu entdecken ist. Dafür wollen wir Sie heute auszeichnen, liebe Kolleginnen und Kollegen Bratke, Charpentier, Krämers, Frost, Hasse, List, Rodnina, Savoy und Scholze. Seien Sie sehr herzlich willkommen. Liebe Frau Ministerin Wanka, liebe Frau Ministerin Kunst, es ist schön, dass Sie die Preisträgerinnen und Preisträger und unser Fest durch Ihre Anwesenheit ehren. Sie signalisieren damit das besondere Gewicht, welches die Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern der Förderung in Sonderheit der allerbesten Forschung beimisst. Und Sie geben zu erkennen, Wissenschaft ist hierzulande eine föderale Gemeinschaftsaufgabe. Und das ist, wie man auch beim vergleichenden Blick auf andere nationale Wissenschaftssysteme sehen kann, das ist ein besonderer, weil dem strukturellen Pluralismus moderner Wissenschaft besonders angemessener Vorzug unseres Wissenschaftssystems, unseres Forschungssystems. Herzlich willkommen. Dass Wissenschaft noch in anderer Hinsicht als der der föderalen Forschungs- und Bildungspolitik noch in anderer Hinsicht eine Gemeinschaftsaufgabe sei, dies vergegenwärtigen heute auch die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen, die Familien und Freunde und die Kinder der Auszuzeichnenden. Es ist heute in gewisser Weise zugleich ihr Festtag, denn ohne Ihre Unterstützung hätten die Preisträgerinnen und Preisträger das Außerordentliche vielleicht gar nicht oder jedenfalls nicht in dieser Form leisten können. Und ich freue mich deswegen, dass Sie heute hier sein können und dass ich Sie besonders begrüßen darf. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich habe es soeben schon angedeutet, unsere Preisverleihung steht im Zeichen eines Jubiläums. Vor 30 Jahren, 1986, wurden zum ersten Mal Leibniz-Preise verliehen im Wissenschaftszentrum in Bonn in der alten Bundesrepublik in der ersten Amtszeit des vor Jahresfrist verstorbenen Zoologen Hubert Markel. Und in diesen 30 Jahren, so wird man mit Fug und Recht und vermutlich sogar in meiner Amtsfunktion sagen dürfen, in diesen 30 Jahren hat sich dieser Preis zur wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnung in Deutschland entwickelt. Wer sie erhält, diese Auszeichnung, wer sie erhält, kann das Preisgeld in einem Zeitraum von 7 Jahren sehr frei für seine Forschungen verwenden, Forschungen, von welchen tatsächlich nichts erwartet wird, als dass sie von herausragender Qualität seien. Leibniz-Preise gewähren in einem selten gewordenen Ausmaß, sie gewähren praktische Forschungsfreiheit, Freiräume und freie Zeit und Gestaltungsfreiheit und auch Entlastung vom Antrags- und Begutachtungsdruck. Und die Preise tun dies, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es ohne solche Forschungsfreiheit, dass es ohne sie wissenschaftliche Erkenntnistätigkeit höchsten Niveaus nicht wirklich geben kann. Ich will indes und völlig überraschungsfrei
Ich will sogleich hinzufügen, dass mit besonderen Freiheiten stets besondere Verantwortlichkeiten einhergehen. Und so ist es, so ist die Verleihung der Leibniz-Preise alljährlich Anlass nicht allein für die Frage, was bedeutet diese Freiheit und was lässt sich mit ihr anfangen, sondern es fragt sich zugleich, wie ist verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umzugehen. Es ist hier nicht der Ort, diese Frage zu beantworten. Womöglich gehört sie überhaupt weniger in Festveranstaltungen als zumal in die Alltagspraxen der Forschung. Vielleicht gestatten Sie mir gleichwohl zwei, drei Anmerkungen zur Wissenschaftsverantwortung, denn sie ist auch die Verpflichtung einer Forschungsförderorganisation nach Art der DFG, wie ja überhaupt Wissenschaftsverantwortung, aspektereich wie sie ist, zahlreiche Träger hat. Einer dieser Aspekte von Wissenschaftsverantwortung ist, in einem stetig expandierenden und komplexer werdenden Wissenschaftssystem, einer dieser Aspekte ist die Verantwortung für die Forschung selbst. Dazu zählen etwa die Gelegenheitsstrukturen dafür, dass sich wissenschaftliche Neugier und methodische Erkenntnisprozesse, dass sie sich überhaupt Bahn brechen können. Solche Gelegenheitsstrukturen haben intellektuelle Seiten, aber sie haben freilich auch finanzielle, soziale, institutionelle Seiten. Und da ist die Wissenschaftspolitik ebenso in die Pflicht genommen wie etwa auch die Forschungsförderung. Die DFG versucht dort, wo es um ihre eigentliche Aufgabe, um die zusätzliche Förderung allerbester Forschung geht, die DFG versucht dieser Verantwortung für die Forschung beispielsweise nachzukommen, indem sie das eigene Förderinstrumentarium stetig überprüft, indem sie auf die sich wandelnden Belange von Forschung reagiert, indem sie die Fairness und Güte von Begutachtungs-, Bewertungs- und Entscheidungsverfahren gewährleistet oder indem sie Empfehlungen für die Weiterentwicklung unseres Forschungssystems als Ganzes formuliert. Die kontinuierliche Arbeit am Förderportfolio der DFG fügt sich hier ebenso ein wie die Neujustierung des Nominierungs- und Entscheidungsverfahrens eben für das Leibniz-Programm oder auch bescheidene Vorschläge zur Ausgestaltung der neuen Bund-Länder-Exzellenzinitiative des neuen Exzellenzwettbewerbs. Ein zweiter Aspekt von Wissenschaftsverantwortung ist die Verlässlichkeit der Forschungsprozesse selbst. Wissenschaftliche Praxis ist fehleranfällig und sie wird es immer sein müssen. Das ist das Risiko jeden Versuchs, ins Neue, ins Ungedachte, gar ins bis dato Undenkbare vorzustoßen. Doch ist solche Fehleranfälligkeit etwas ganz anderes als der laxe Umgang mit den oder der Bruch jener Regeln, ohne die es keine gute wissenschaftliche Praxis gibt. Und da liegt vor uns allen vermehrter Bemühungen in den zurückliegenden Jahren ungeachtet, ich denke nur an den Ombudsmann für die Wissenschaft, da liegt vor uns allen noch immer eine Aufgabe. Dass ein zu großer Anteil experimentalwissenschaftlicher Ergebnisse weltweit nicht reproduzierbar zu sein scheint, dies hat unter anderem gewiss mit der enormen Verfeinerung und Komplexität moderner Experimentalforschung zu tun. Es muss indes auch über Fehlsteuerungen in der Wissenschaft, wie das Überwiegen bloß quantitativer Leistungsparameter, und es muss auch über Fehlverhalten gesprochen werden. Mein drittes Stichwort bezieht sich auf die direkten oder indirekten Folgen wissenschaftlichen Wissens für die Einzelnen wie für die Gesellschaften insgesamt. Auch hier kommt, wie bei den beiden vorangegangenen Anmerkungen, vieles zusammen, so etwa die Überlagerung institutioneller und individueller Verantwortlichkeiten. Auch hinsichtlich solcher Forschungsfolgen ist immer wieder zu fragen, was wissenschaftlich verantwortet werden kann. Und womöglich fallen diesbezügliche Antworten heute deutlich schwerer als vor, sagen wir, einem halben Jahrhundert. In vielen Bereichen moderner Wissenschaft,
rücken nämlich wissenschaftliche Forschung einerseits und außerwissenschaftliche Anwendung andererseits bis zur Ununterscheidbarkeit nahe aneinander. Zwischen, sagen wir, kernphysikalischem Wissen einerseits und der Applikation dieses Wissens in Kraftwerken oder Atombomben andererseits, dazwischen muss, wie der Iran-Konflikt in den vergangenen 3 Jahrzehnten ja eindrücklich vor Augen führte, dazwischen muss noch immer eine enorme Technologiehürde überwunden werden. Aber Vergleichbares gilt im Bereich der digitalen Algorithmen oder des Genome Editing keineswegs in gleicher Weise. So gewinnen Probleme mit dem sogenannten Dual Use von Forschungsergebnissen erheblich an Dringlichkeit. Molekulare Pflanzengenetik mag für die Welternährungsfragen G und für biologische Kriegführung missbraucht werden. Die Linguistik des Arabischen mag unser kulturelles Wissen ebenso verfeinern helfen wie automatisierte Überwachungstechnologien. Psychologie braucht man nicht nur, wenn man Neurosen therapieren, sondern auch, wenn man Foltertechniken perfektionieren will. Mit dem Aneinanderrücken von Forschung und außerwissenschaftlicher Anwendung verschieben sich überdies selbst dort die Verantwortungslagen, wo wissenschaftliches Wissen in bester Absicht gebraucht wird. Computer Science und Genetik, um bei diesen beiden Feldern zu bleiben, sie verändern unsere Welt. Sie verändern unsere Welt in einer Weise, deren individualethische Konsequenzen wir allenfalls ansatzweise, deren soziomoralische Implikationen wir noch so gut wie gar nicht durchdacht haben. Was ist das Subjekt? Seine Würde, seine Verantwortung? Wie wird Macht begrenzt und verteilt? Wie ist Gesellschaft möglich und Demokratie und Wissenschaft? Die Verantwortung für die Folgen freier Forschung beginnt also nicht erst jenseits von deren Grenzen. Unter den Gegebenheiten moderner Wissenschaft drängen die Fragen der Wissenschaftsverantwortung vielmehr stets schon direkt in den Forschungsprozess selbst hinein. Es sind wichtige Fragen und offene. Und allein eine Wissenschaft, die diese Fragen nicht abspaltet, sondern die sich ihnen reflexiv stellt, selbst dort, wo sie keine Antworten weiß, allein sie macht von ihrer Freiheit den richtigen Gebrauch. Meine Damen und Herren, unentwegt stellen sich also in ihrer Vielschichtigkeit die Fragen wissenschaftlicher Verantwortung. Welche Bedingungen fördern die Produktivität und Leistungshöhe bester Forschung? Worauf ist zu achten, wenn schlechte Forschungspraxis und wissenschaftliches Fehlverhalten so unwahrscheinlich wie möglich werden sollen? Was soll Forschung heute können dürfen? Muss es Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnissuche geben? Und wo und wie wären sie gegebenenfalls zu ziehen? Ich formuliere Fragen, die sich für jede und jeden wie für das Forschungssystem als Ganzes stellen. Und es sind Fragen, die in Aporien führen können. Und zwar ohne, dass die Forschung sich ihnen doch entziehen dürfte, wenn sie denn den verschiedenen Aspekten ihrer Verantwortung gerecht werden will. Wichtig ist dafür das Organisationsgefüge öffentlich finanzierter Wissenschaft, das der Selbstverständigung der Wissenschaft über die Art ihres Tuns, dass dieser Selbstverständigung einen Rahmen gibt und das Forschungspraxen ordnet, ohne ihre Freiheiten zu beschneiden. Nicht weniger wichtig als das Organisationsgefüge der Wissenschaft, nicht weniger wichtig allerdings sind Vorbilder. Forscherinnen und Forscher, die in ihrem Handeln für eine verlässliche und verantwortungsvolle Wissenschaft einstehen, indem sie Wissensdrang und Erkenntnisleidenschaft zu verbinden wissen mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Und dies, meine Damen und Herren, ist nun freilich ebenfalls eine Funktion des Leibniz-Preises. Spätestens mit dem heutigen Tag werden Sie, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, spätestens mit dem heutigen Tag gehören Sie ja zu den herausragenden und sichtbaren Vorbildern der Forschung in Deutschland. Der Preis beschert Ihnen neue Freiheiten und er überträgt Ihnen eigene Verantwortlichkeiten.
machen Sie das Beste aus beidem, aus dem Preis und aus der verantworteten Freiheit, die er Ihnen gewährt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegin Kunst, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen aber verehrte Preisträgerinnen und Preisträger. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass es zur Tradition geworden ist, dass viele Ihre Freunde, Bekannten, natürlich auch die Familien mitbringen und diesen Tag, der ja für Sie in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn etwas Besonderes ist, hier gemeinsam begehen und feiern wollen. Meine Mitarbeiter haben wieder mal im Brockhaus nachgeguckt. Und unter dem Stichwort Neugier lesen wir dort, ich zitiere, Bedürfnis nach Neuem und Aufsuchen von Neuem, wobei orientierendes ebenso wie gerichtetes und zielstrebiges Vorgehen eine Rolle spielt. Neugier ist ein bei Menschen und bei Tieren zu beobachtendes Verhalten, das wahrscheinlich angeboren ist. Sie regt zum Auskundschaften der Umwelt und zu oft spielerischem äußeren und inneren Experimentieren um der Entdeckung des Neuen Willen an. Zitat Ende. Neugier ist, und nicht nur für die Wissenschaftler, sondern ich glaube für uns alle im Leben, ist Neugier auch der wichtigste Kern, eine Motivation für Leistungen, wissenschaftliche, kulturelle oder andere Leistungen. Und Neugier im besten Sinn verbindet kreatives Denken auf der einen Seite mit bereits vorhandenem Faktenwissen und mit Einschätzungsvermögen. Und deshalb ist Neugier auch eine ganz unabdingbare Voraussetzung für Erfolge in der Wissenschaft. Neugier, erst Neugier macht den Fortschritt in der Wissenschaft möglich. Und bahnbrechende Erkenntnisse basieren immer, immer, in jedem Fall darauf, dass bereits bestehendes Wissen weiterentwickelt wird, aber gleichzeitig auch Freiheit des Denkens vorausgesetzt wird. Und meine Damen und Herren, man muss Mut haben. Mut ist das Entscheidende, um wirklich im Wissenschaftsbereich Herausragendes zu leisten. Und wenn Sie gerade im letzten Jahr, wo wir uns alle gefreut haben über den Nobelpreisträger Hell und er das in Vorträgen betont hat, dann war er ein Fall, der große Schwierigkeiten hatte mit dem, was er sich überlegt hat, was sehr kritisch gesehen wurde, auch von den Gutachtern, die über Förderanträge zu entscheiden hatten. Und es trotzdem den Kampf sozusagen in Anführungsstrichen aufzunehmen und für seine Idee zu kämpfen, das bedeutet nicht nur Mut um Fördermittel, sondern das bedeutet auch sich aussetzen einer kritischen Community und das ist gar nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach und das trifft auf bahnbrechende Wissenschaftler zu. Herr Zuhausen, unser anderer Nobelpreisträger, ist auch ein Beispiel dafür, dass es erst belächelt wurde und dass man das sehr kritisch sah, dass es dann aber sozusagen nur mit Standfestigkeit und noch einer entsprechenden Portion Mut gelungen ist. Das heißt, man braucht Spürsinn, man braucht Neugier, man braucht aber auch in jedem Fall Leidenschaft und Ausdauer. Und Sie alle, die Preisträgerinnen und Preisträger, die wir heute ehren, über die wir uns freuen, haben genau das bewiesen. Und Ihnen gebührt die Anerkennung, die Sie auch durch diesen vollen Saal bekommen, die Sie aber auch spüren werden in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Also wenn dort irgendwann steht, auch in 10, 15 Jahren Leibniz-Preisträger, wenn das Niveau der Leibniz-Preisträgerverleihung so gehalten bleibt, Herr Präsident, dann, was natürlich unstrittig ist, dann ist das ein Qualitätsmerkmal. Das ist ein qualitatives, ist eine Auszeichnung, die auch in anderen Ländern geschätzt wird. Der Leibniz-Preis gilt international als etwas, was kaum vergleichbar zu finden ist. Die Preisträger können eine gewisse Zeit, losgelöst von finanziellen Sorgen, ihre herausragenden Forschungsleistungen fortsetzen. Und sie haben Freiräume. Der Präsident, wir haben vorher nicht über unsere Reden geredet, aber der Präsident hat dieses Thema Freiräume in unterschiedlichster Hinsicht beleuchtet. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, was die Rahmenbedingungen für Wissenschaft anbetrifft, sagen können, dass wir in einem breiten Maße Freiräume
eröffnen, dass wir ein wirklich breites Feld, was international kaum seinesgleichen sucht, an Grundlagenforschung, das heißt an Forschung, die überhaupt nicht orientiert ist auf Verwertbarkeit, sondern nur auf Erkenntnisgewinn und auch auf Neugier, auf Freude, dass wir dieses in einem großen Maße gewährleisten und dass es eine Stärke Deutschlands ist. Und deswegen ist es die unbedingte Zielsetzung auch innerhalb der Bundesregierung, diese Freiräume zu erhalten. Und die DFG trägt dazu bei, dass diese Freiräume dann umgesetzt werden in eine kluge Forschungsförderung, wobei die Probleme, um die es dort geht, das heißt die Mechanismen, wie man fördert, wie sich das verändern muss, die Fragen der moralischen Integrität, die Fragen der ethischen und moralischen Komponenten bei Forschungsergebnissen, das sind Themen, die originär in der Deutschen Forschungsgemeinschaft ihre Heimstatt haben. Dort wird darüber diskutiert und dort werden wichtige Entscheidungen in diesem Feld getroffen. Das hat, was die Sonderstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft anbetrifft, nicht nur Vorteile, sondern hat auch manchmal Nachteile. Als wir das allererste Mal nach wenigen Jahren eine Bilanz gezogen haben, wie ist es denn auf europäischer Ebene, als die ERCs eingeschätzt wurden, welche Länder waren erfolgreich, da waren wir in Deutschland gar nicht so gut. Da waren andere Nationen besser aufgestellt, mit mehr Biss. Und ein Argument war, dass es bei der DFG einfacher zu realisieren ist, als dort sich zu bewerben. Das ist natürlich ein Effekt, den wollen die Förderer, das heißt in diesem Fall der Bund und die Länder nicht. Und ich glaube, die Situation hat sich auch geändert. Nicht dadurch, dass es bei der DFG komplizierter geworden ist, sondern dass auch die Erfolgschancen im europäischen Bereich gestiegen sind. Und das ist ja immer etwas, was ein kluger Wissenschaftler einschätzt, mit welcher Chance er überhaupt dort in einen Wettbewerb geht. Wir werden international um diese deutsche Forschungsgemeinschaft beneidet. Ich war gerade vor kurzem, wir waren gemeinsam da, Herr Strohschneider, in China und auf meiner letzten Reise in Mittelamerika wurde das immer wieder deutlich, dass Nationen, die weit entfernt sind von Deutschland, trotzdem diese themenoffene und wissenschaftsbasierte Förderung als etwas betrachten, was gepaart mit einem beträchtlichen Finanzvolumen die eigene Wissenschaftsszene unbedingt nach vorn bringen kann. Die Leibniz-Preisträger sind ein sehr gutes Beispiel und wir werden ja nachher den Genuss haben, zu hören, was ihre herausragenden Ergebnisse sind. Das ist immer der schönste Teil dieser Veranstaltung, finde ich, weil man dort, nichts gegen Grußreden, aber das ist der spannende Teil der Veranstaltung, meine ich mich ja selbst auch mit, das ist der spannende Teil der Veranstaltung, weil das Spektrum dessen, was ausgezeichnet wird, gerade diese These, es ist praktisch nicht auf Verwertbarkeit gerichtet. Es ist völlig unabhängig vom Thema, ob nun Altertumswissenschaften oder Molekularbiologie oder Quantenphysik. Es kommt nur auf die Exzellenz des Ergebnisses darauf an. Und trotzdem müssen wir in Deutschland dafür Sorge tragen, und das ist schwierig, dafür Sorge tragen, dass wenn herausragende Forschungsergebnisse vorhanden sind, dann auch wirklich gescheckt wird, geprüft wird, lässt sich daraus etwas verwerten. Da haben wir noch, glaube ich, nicht nur Stärken, sondern da haben wir auch noch zu tun. Und die Leibniz-Preisträger sind auch in diesem Jahr wieder haben sehr gute Beispiele, wo man sieht, dass die Auszeichnung zum Beispiel für Forschung in der physikalischen Biochemie unter Umständen sehr entscheidend sein kann für die Entwicklung von Medikamenten. Oder dass die Forschung zu den Beziehungen zwischen christlich-lateinischer, arabischer und jüdischer Philosophie, Theologie und Naturwissenschaft, die ausgezeichnet wird, neue Einblicke gibt in die interkulturellen Beziehungen am Anfang des modernen Europa und wie wichtig diese Erkenntnisse über kulturellen Austausch, über Verständnis der Kulturen gerade heute in den aktuellen Zeiten der Globalisierung und der besonderen Situation sind, das ist, glaube ich, nicht besonders zu erklären, sondern das erklärt sich von selbst. Entscheidend sind Sie, dass Sie Spaß haben, dass Sie intrinsische Motive haben, dass Sie Ausdauer haben. Trotzdem sind die Rahmenbedingungen, die die Wissenschaftspolitik setzen muss, nicht unwichtig für den Erfolg auch des Einzelnen. Und deswegen einige wenige Bemerkungen zu dem Thema Rahmenbedingungen für Wissenschaft in Deutschland. Wo stehen wir? Die Exzellenzinitiative ist naheliegend in einer wissenschaftlichen Veranstaltung angesprochen.
Die Exzellenzinitiative, wo wir jetzt in der zweiten Phase sind, das Ende der zweiten Phase ist absehbar. Und wir, die Imboden-Kommission, gebeten haben, diese Initiative einzuschätzen, nicht unter dem Aspekt, was hat es in einem einzelnen Fach gebracht, sondern wie hat es das System in Deutschland verändert? Hat es dadurch, dass Exzellenzcluster profiliert wurden, hat das dann der ganzen Universität genützt oder nur dem Cluster in der Universität? Das sind Fragen, und die Imboden-Kommission hat, darauf habe ich eigentlich gesetzt, eingeschätzt, dass die Exzellenzinitiative unwahrscheinlich viel bewirkt hat, was wir ja auch gesehen haben in Deutschland, und dass es lohnt, dieser Exzellenzinitiative weiteren Raum einzuräumen. Und in dem Imboden-Bericht ist zum Beispiel mal ausgeführt an einer Tabelle, wenn man die gesamten Mittel, die man in einem Jahr in der Exzellenzinitiative ausgibt, diese etwas über 500 Millionen Euro, wenn man die einer einzelnen Universität, die haben die Aachener genommen, zuschlagen würde, und dann sind da so Balken, dass es dann trotzdem weniger ist als andere große Universitäten, die wenigen, die wir kennen, die wir immer nennen. Aber ich drehe es um. Mit diesen über 500 Millionen jährlich haben wir im Wissenschaftssystem so enorm viel verändert, so eine Profilierung in der Hochschullandschaft erreicht, dass man sagen kann, aus deutscher Sicht, Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal. Und das wäre nicht zu erreichen gewesen. Das wäre nicht zu erreichen gewesen in keiner Weise, wenn wir jetzt dieses Geld in eine Erhöhung der Grundfinanzierung gesteckt hätten, sondern ein kluger Wettbewerb war ganz wichtig. Und deswegen ist es unsere Aufgabe jetzt zu überlegen, wie gestalten wir den weiter, dass er wirklich weiterhin auf der Basis dessen, was erreicht wurde, das schafft, was wir wollen, internationale Spitzenleistung und Sichtbarkeit dieser Spitzenleistung. Und ich hatte gestern Abend gerade wieder einen Antrag von einer Fraktion aus dem Bundestag, und das ist schon öfter mal gesagt worden, jetzt soll doch die Bundesminister mal sagen, wie das jetzt nach ihrer Meinung weitergehen soll. Ich bin jetzt 16 Jahre in solchen Positionen. Und meine Damen und Herren, das Törichtste, das wirklich Dümmste, was man machen kann, wäre, diesem Wunsch zu folgen und sich hinzustellen und zu sagen, was man von Bundesseite gerne möchte. Wenn Sie 16 Jahre Bund-Länder-Verhandlungen kennengelernt haben, dann ist völlig klar, nur wenn Sie vertrauensvoll in einem geschützten Rahmen verhandeln, dann ist die Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und bei diesen Verhandlungen sind wir gerade, also die Kollegen aus den Ländern. Und ich denke, das ehrgeizige Zeitfenster, was wir uns gesetzt haben, das werden wir auch wirklich erreichen. Diejenigen unter Ihnen, die heute den Leibniz-Preis erhalten, aber auch die Preisträger der letzten Jahre, haben, genau wie die Erfolgreichen bei der Exzellenzinitiative, die Möglichkeit gehabt, viele Arbeitsverhältnisse auszulösen, sehr viele junge Leute einzustellen, Chancen für Promotionen, für postgraduale Untersuchungen zu geben. Aber das bedeutet, dass wir in den letzten 10 Jahren enorm viel neue Arbeitsverhältnisse, befristete Arbeitsverhältnisse in das Wissenschaftssystem bekommen haben und dass es deswegen zwingend notwendig war, zu schauen, was bedeutet das für den einzelnen jungen Wissenschaftler und auf der Basis der nicht sehr angenehmen Ergebnisse zum Teil dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu novellieren, um Auswüchse, Dinge, die wir nicht beabsichtigt waren, um das zu verändern. Und es ist eine Balance, der Versuch, es einerseits den Hochschulleitungen recht zu machen, die natürlich dieses Instrument brauchen, auf der anderen Seite auch immer die Betroffenen, die jungen Leute im Blick zu haben. Aber es ist keine Allzweckwaffe für alle Probleme, die man auflisten kann im Wissenschaftsbereich, sondern ein Instrument, was speziell dieses Thema befristete Arbeitsverhältnisse versucht, im Interesse der beiden, der Hochschulleitung und der Betreffenden zu verändern. All die Erfolge, Aufwuchs der Mittel seit 2005, Aufwuchs nochmal der Mittel in dieser Legislaturperiode, in meinem Etat um 25%. Die Milliarden, die neu ins System gekommen sind, die vielen jungen Leute, die dadurch eine Chance erhalten haben, haben aber auch einen Nebeneffekt, einen nicht angenehmen, dass die Chancen, erfolgreich im Wissenschaftssystem sich dann fest zu etablieren, gesunken sind. Enorm gesunken sind, dass der Anteil der unbefristeten Professorenstellungen im Vergleich zu den oder in Bezug zu den befristeten Arbeitsverhältnissen, das ist aus dem Ruder geraten. Und deswegen ist es unabdingbar, nicht neue Runden zu drehen, sondern es ist unabdingbar aus meiner Sicht, aus Sicht der Bundesseite,
dass die Anzahl der unbefristeten Professuren in Deutschland erhöht werden muss, unbedingt. Und dass es auch erreicht werden muss, dass man früher, und das ist, glaube ich, jetzt im Interesse aller, nicht nur der ganz Jüngsten, wichtig, früher zu wissen, wann hat man eine Chance, erfolgreich im System zu bleiben, oder wann sollte man, wenn man große Chancen hat, anfangs noch wechseln, weil man weiß, man kann nicht unbedingt unbefristet bleiben. Und deswegen hat der Bund sich entschieden, eine Milliarde, und eine Milliarde ist viel Geld, eine Milliarde Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Prozess, diese Veränderung in Deutschland zu unterstützen, anzuregen. Und über die konkrete Auslegung, wie machen wir das, da sind wir auch im Moment in Verhandlungen. Für mich gibt es eine Prämisse, die ganz entscheidend ist, egal wie wir es im Einzelnen gestalten, ob das nun bundesländerbezogen, wie auch immer, wichtig ist, dass am Ende des Prozesses mehr unbefristete Stellen, Professuren für junge Leute, für exzellente Wissenschaftler aus Deutschland oder aus dem Ausland entstehen müssen auf Dauer. Und darum gehen auch unsere Diskussionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der polnische Philosoph Kolakowski hat einmal gesagt, ich zitiere, in dem Instinkt der Neugier stecke die weitreichende Annahme, dass die Welt, in der wir leben, es wert ist. Und ich glaube, er hat recht. Und es lohnt sich, diese Welt mitzugestalten. Und Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, zeigen, wie das konkret aussehen kann. Und ich wünsche Ihnen heute einen Erfolg. Ich finde, es ist immer am schönsten der Tag, wo man einen Erfolg genießen kann, wo man etwas erreicht hat. Und ich hoffe, dass es Sie anregt und dass es Sie motiviert, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin wissenschaftlich exzellent zu arbeiten. Vielen, vielen Dank und herzliche Gratulation. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine Damen und Herren. Ich bin heute sehr gerne hierher gekommen, um die Grüße meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz zu überbringen. Ist doch tatsächlich die jährliche Feierstunde zur Auszeichnung der Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger für alle, die in der deutschen Wissenschaft tätig oder aber für sie Verantwortung tragen, immer etwas ganz Besonderes und ein herausgehobenes Ereignis. Denn mit dem Preis wird unterstrichen, welche besonderen Leistungen in der Forschung erbracht werden. Wenn man sich nach dem Leibniz-Preis erkundigt, erhält man dementsprechend ehrfürchtige Antworten. Ein deutscher Nobelpreis soll er sein, ein Preis, den nur ganz wenige erhalten, die mit ihrer Arbeit deshalb herausragend sein müssen. Dass von diesen wenigen wiederum beachtenswert viele, nämlich etwa jeder 50. den offiziellen Nobelpreis erhalten, ist mit dem hochkarätigen Nimbus, der den Leibniz-Preis umgibt, ja fast schon eine Randbemerkung. Ich freue mich also persönlich außerordentlich, Ihnen, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, zu dieser Auszeichnung gratulieren zu dürfen. Und wenn ich mir die Bandbreite Ihrer Arbeitsgebiete anschaue, dann zeigt sich auch, dass Sie in Bereichen tätig sind, die nicht nur in der Wissenschaft selbst von enormer Bedeutung sind, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt eine hohe Relevanz besitzen. Der Leibniz-Preis unterstreicht damit auch, wie sehr die Lösung von Zukunftsfragen verknüpft ist mit hochkarätiger Forschung. Meine Damen und Herren, Frau Bundesministerin Wanka hat bereits viele wichtige Themen angesprochen, die auch den Ländern ein Anliegen sind. Wir haben gemeinsam in den zurückliegenden Jahren viel für Wissenschaft und Forschung erreicht. Mit den Beschlüssen der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom Dezember 2014 zur Fortführung des Paktes für Forschung und Innovation, des Hochschulpaktes und auch der DFG-Programmpauschalen wurden weitreichende Entscheidungen getroffen.
Allein in den nächsten 5 Jahren werden wir damit mehr als 25 Milliarden Euro zusätzlich für Wissenschaft und Forschung bereitstellen. Zugleich bestand schon frühzeitig kein Zweifel mehr daran, dass an die Erfolge der Exzellenzinitiative mit unvermindertem Engagement angeknüpft werden wird. Bund und Länder stellen über die laufende Exzellenzinitiative derzeit bis 2017 4,6 Milliarden Euro bereit. Und auch das wird fortgesetzt, denn vor wenigen Wochen hat die internationale Expertenkommission unter Leitung von Professor Imboden die Ergebnisse der Evaluierung der jetzigen Exzellenzinitiative vorgestellt. Dabei hat sie den umfangreichen datengeschützten Bericht von DFG und Wissenschaftsrat einbezogen, für den ich auch an dieser Stelle noch einmal meinen Dank aussprechen möchte, war er doch ganz wesentlich auch Basis für die Arbeit dieser Kommission. Und eine ganz eindeutige Botschaft der Evaluierungskommission ist, dass das eingesetzte Geld gut angelegt war. Bund und Länder haben einen Wettbewerb in Gang gesetzt, der einerseits die Ausbildung von Spitzen, andererseits aber viele andere segensreiche Wirkungen hatte, insbesondere aus meiner Sicht auch belastbare Kooperationen gefördert hat und sehr stabilisiert hat. Somit also eine Wirkung auf den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Deutschland in der Breite zur Folge hatte. Das Ziel, eine neue Dynamik im deutschen Wissenschaftssystem zu entfachen, wurde erreicht. Der Abschlussbericht hebt die Hebelwirkung der Exzellenzinitiative hervor, die auch künftig genutzt werden sollte. Zusätzlich zu der von den Ländern getragenen Grundfinanzierung von knapp 22 Milliarden Euro wird mit den rund 500 Millionen Euro der Exzellenzinitiative pro Jahr einiges und vieles bewirkt. In der derzeit verständlicherweise lebhaft geführten Diskussion für die Zukunft der exzellenten universitären Forschung ist eins sicher, dass es weitergehen wird, aber zwei Hinweise möchte ich anknüpfen. Exzellente Forschung hat selbstverständlich nicht erst mit der Exzellenzinitiative ihren Anfang genommen. Insbesondere die DFG mit ihren vielfältigen Förderprogrammen und ihren wissenschaftsgeleiteten Auswahlkriterien fördert jährlich vieles. Rund 30.000 laufende DFG-Projekte sprechen dafür. Den etwa 13.500 Gutachterinnen und Gutachtern aus dem In- und Ausland, die die DFG-Geschäftsstelle in dieses besondere, in Deutschland übliche Verfahren wissenschaftsgeleiteter Förderentscheidungen mit verbunden ist, gilt mein besonderer Dank. Ein zweiter Hinweis: an der wissenschaftlichen Stärke des Forschungsstandortes Deutschland wirken alle Hochschulen mit. Es ist wie im Sport. Erfolge in der Spitze brauchen auch immer eine gut und breit aufgestellte Basis auf hohem Niveau. Eine Liga ohne Chancen für alle Mitglieder würde keinen leistungssteigernden Wettbewerb stimulieren. Das gilt für die Förderquoten der DFG ebenso wie auch für die künftige Ausgestaltung der Nachfolge der Exzellenzinitiative. Frau Wanka wies ja darauf hin, Bund und Länder sind in intensiven Verhandlungen zur Ausgestaltung des Neuen. Nachdem die Ergebnisse nun vorliegen, werden wir die gemeinsamen Beratungen über die Ausgestaltung der Nachfolge der Exzellenzinitiative bis zu unserer Konferenz Ende April abschließen. Und den ehrgeizigen Zeitplan werden Sie alle kennen, sodass die Regierungschefinnen und Chefs im Juni dieses Jahres eine neue Bund-Länder-Vereinbarung hoffentlich treffen können. Ich bin überzeugt, mit dieser neuen Vereinbarung werden wir die im deutschen Wissenschaftssystem entfachte Dynamik erhalten und auch weiter befördern können. Meine Damen und Herren, Bund
und Länder stellen für die gemeinsame Wissenschafts- und Forschungsförderung in diesem Jahr eine Rekordsumme von insgesamt 14,5 Milliarden Euro bereit. Das sind fast eine Milliarde mehr als im letzten Jahr. Wenn man jetzt zurückschaut auf das Jahr 1986, dem Jahr der ersten Verleihung der Leibniz-Preise, waren es umgerechnet knapp 2,5 Milliarden Euro. Also in den letzten drei Jahrzehnten hat sich das Engagement somit fast versechsfacht. Dies war auch deshalb möglich, weil es gemeinsam gelungen ist, die Wahrnehmung und Bedeutung von Wissenschaft in unserer Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Damit Wissenschaft und Forschung auch zukünftig vor anderen Politikfeldern weiterhin prioritär betrachtet werden, bedarf es weiterhin so überzeugender Ergebnisse aus der Wissenschaft selbst und auch einer kompetenten Kommunikation in die Öffentlichkeit. Der Leibniz-Preis und Sie als Preisträgerinnen und Preisträger mit Ihren herausragenden Leistungen sind somit exzellente Botschafter für die berechtigten Anliegen der Wissenschaft im Allgemeinen. Der Leibniz-Preis ist der bedeutendste deutsche Forschungsförderpreis. Und ich freue mich außerordentlich, dass es in diesem Jahr gelungen ist, die Anzahl der möglichen Preisträgerinnen und Preisträger wieder voll auszuschöpfen und dass drei Frauen ausgezeichnet werden können. Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, können nun ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2,5 Millionen sieben Jahre lang für Forschung nach Ihren eigenen Vorstellungen nutzen. Und damit haben Sie für gute sieben Jahre die Möglichkeit einer sehr realen Freiheit, Ihren Forschungsarbeiten nachzugehen. Wenn man 30 Jahre zurückschaut, so war den Initiatoren des Preises vor mehr als 30 Jahren übrigens ganz bewusst keine Würdigung am Ende einer wissenschaftlichen Karriere im Blick zu haben, sondern anders sollten Adressaten des Preises jene exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, die das Potenzial zu weiteren herausragenden Forschungsleistungen haben. Und schaut man auf die Altersspanne der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger, nämlich von 27 bis 55 Jahren, so ist dieser Anspruch ganz toll umgesetzt. Für Sie, liebe Preisträger, zählt nicht zuletzt das hohe Renommee, das mit der Preisverleihung verbunden ist. Damit gehören Sie sozusagen zum Club von nur 364 Ausgezeichneten, die den Preis in den letzten Jahren erhalten haben. Darauf können Sie zu Recht sehr, sehr stolz sein, sodass ich Ihnen abschließend ganz herzlich gratuliere, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen der GWK und mich nur den Worten von Frau Wanka anschließen kann. Feiern Sie gemeinsam, dieser Tag ist es wert. Ich danke Ihnen. Thank you.
Ja, was soll man sagen? So cool wie Duke Ellington war schon lange keiner mehr. Aber das nur am Rande. Jetzt wird es sozusagen ernst, hot gewissermaßen. Jetzt geht es zur Sache. Aber bevor es zur Sache geht, und da ich ja noch keinen einzigen Satz zur Exzellenzinitiative gesagt habe, will ich doch noch einen sagen, und zwar den, den auch Frau Wanka gesagt hat. Ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht nur für die Exzellenzinitiative charakteristisch, sondern eben auch für die Leibniz-Preise, weil sie in einer ganz eigensinnigen Weise über das Verhältnis von symbolischem und finanziellem Kapital spielen. Und in vielen Bereichen ist das symbolische Kapital, das der Preis vermittelt, den Preisträgerinnen und Preisträgern vermutlich viel größer als das finanzielle Kapital. Proportional jedenfalls gilt das für die Experimentalwissenschaften. In den Geisteswissenschaften ist was anderes. Man weiß gar nicht, wie man so viel Geld schnell ausgeben können soll in 7 Jahren. Aber sitzen hier auch solche, wo das nicht wirklich auffällt, diese paar Millionen, die da dazukommen. Meine Damen und Herren, vor genau 10 Jahren, 2006, ist hier in Berlin im Deutschen Historischen Museum eine große Ausstellung eröffnet worden mit dem Titel 100 Köpfe von morgen. Vorgestellt wurden 100 junge Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, von denen man damals erwartete, dass sie mit ihren Ideen die Zukunft unserer Gesellschaft würden prägen können. Frank Bradtke war einer dieser Persönlichkeiten in der Ausstellung. Damals ist er vorgestellt worden als der, Zitat, Wissenschaftler, der an die Nerven geht. Man sieht, dass es im Deutschen auf die Präpositionen ankommt. Also an die Nerven. Heute, 10 Jahre später, die Prognose der Ausstellung war völlig korrekt. Heute hat sich Frank Bradtke in der Tat zu einem der wichtigsten Neurobiologen unserer Zeit entwickelt, der durch grundlegende und teilweise spektakuläre Beiträge wesentliche Mechanismen des axonalen Wachstums von Nervenzellen hat aufklären können. In seinen, ich bin überhaupt zu früh, es muss ein Film kommen. Es passiert mir jedes Jahr. Also das ist zu dämlich, Entschuldigung. Also, ich habe auch ein Stichwort, das habe ich vergessen, das heißt Film ab. Das habe ich jetzt aber nur zitiert. Ich sage es also nochmal, denn ich bitte um Nachsicht. Also es ist, passiert mir zwar nicht jedes Mal, aber es ist mir schon mal passiert. Und ich bitte um Entschuldigung für die Regie, dass alles, was sie so wunderbar organisiert hat, durch dann meine Tölpelhaftigkeiten ruiniert wird. Also es gibt zunächst einen kurzen, aber schönen Film über Herrn Bradtke und dann fange ich noch mal an, dann wissen Sie schon. Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung und Regeneration des Nervensystems. Nervenzellen sind miteinander über Nervenleitungen verdrahtet und wir möchten verstehen, wie diese Nervenleitungen überhaupt erstmal auswachsen. Nach einer Rückenmarksverletzung, da werden eben viele von diesen Nervenleitungen werden durchtrennt. Und das große Problem ist, dass diese Nervenleitungen nicht mehr wachsen können. Was wir letztendlich versuchen, ist, dass wir dieses Wachstumsprogramm reaktivieren wollen, damit wir eben auch Nervenleitungen zur Regeneration bringen. Die Nervenzellen, die haben genauso wie wir eben auch ein Skelett. Was wir zeigen konnten, ist, dass eben ein Teil dieses Skeletts, die Knochen, die sogenannten Mikrotubuli, die kann man stimulieren, dass sie eben wachsen und dadurch verlängern sie eben dann auch die Nervenleitung.
Also Sie sehen schon, das, was jeder Deutschlehrer, jeder deutsche Lehrer schon im Didaktikkurs 1 eingebimst bekommt. Medienwechsel nämlich ist was, mit dem ich mich nach wie vor schwer tue. Diese Frage also, von der Herr Bradtke in dem Film gerade gesprochen hat, wie sich das Wachstum von Nervenzellen auch dann stimulieren lasse, wenn die Zellen durch eine Rückenmarksverletzung durchtrennt sind, das ist eine Frage, die über die Jahre hinweg immer weiter ins Zentrum seiner Forschungen gerückt ist. Grundlegende Einsichten dazu konnte er schon in seiner bei Carlos Dotti entstandenen Doktorarbeit über die Initiationsmechanismen des axonalen Zellwachstums gewinnen. Der Auftakt zu einer ganzen Reihe von ebenso überraschenden wie unvorhergesehenen Entdeckungen, mit denen Herr Bradtke sich an die Spitze seines Forschungsfeldes setzte. So konnte er in wichtigen, jeweils erstklassig publizierten Arbeiten nachweisen, dass die Mikrotubuli im Axon nicht nur deutlich stabiler als in anderen neuronalen Zellfortsätzen sind, sondern dass sich durch eine pharmakologische Stabilisierung der Mikrotubuli auch Neuronen mit mehreren Axonen erzeugen lassen, wodurch sich die Generation dann von Axonen fördern lässt. Weitere Studien haben dann gezeigt, dass die pharmakologisch induzierte Stabilisierung der Mikrotubuli auch die Narbenbildung im Rückenmark vermindert, wobei Herr Bradtke in einer 2015 in Science publizierten Studie diesen Effekt dann wieder auf das Protein Tau zurückführen konnte. Herrn Bradtkes Arbeiten gelten heute weltweit als Meilensteine auf dem Gebiet der regenerativen Neurobiologie, auch weil die Anwendungspotenziale seiner Erkenntnis immens sind. Seine akademische Heimat hat der gebürtige Berliner dabei seit 2011 an der Universität Bonn und am Bonner Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gefunden, und zwar nach einer frühen Karriere, die in vieler Hinsicht ganz charakteristisch verlaufen ist. Auf ein internationales Studium und die Dissertation an der Uni Heidelberg und am EMBL, also am European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, folgte ein Aufenthalt als Postdoktorand in Stanford und an der University of California in San Francisco und 2003 dann der Wechsel ans MPI für Neurobiologie in Martinsried, an dem er als Gruppenleiter bis zu seinem Wechsel nach Bonn dann auch tätig gewesen ist. Der Leibniz-Preis markiert nun einen neuen Höhepunkt dieser wissenschaftlichen Karriere, und wie sehr er sich darüber freut, das sehe ich besser als Sie alle, weil ich ihn von vorne sehen kann. Wie sehr er darüber sich freut, das hat Herr Bradtke nach Bekanntgabe der Preise gegenüber dem WDR selber auf den Punkt gebracht, am besten auf den Punkt gebracht: Mir geht's so richtig gut. Ein Zustand, lieber Herr Bradtke, der lange anhalten möge, weil Sie nun in Anerkennung dieser Leistungen den Leibniz-Preis in seiner symbolischen und in seiner finanziellen Dimension erhalten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Frau Ruckmann sagte mir gerade, es kommt mir jetzt wieder ein Film. My field of research is
microbiology, and we are aiming at understanding how bacteria cause diseases in human beings. And ultimately, working on bacteria and trying to understand how they cause diseases in humans led to the discovery of the CRISPR-Cas9 system. That is a very interesting mechanism which bacteria use to fight their own viruses. And so CRISPR-Cas9 has been harnessed as a very powerful genome engineering tool whereby we can now more easily target any sequence on the DNA of any types of cells and organisms, and we can manipulate the DNA of the genome by inserting new genes, deleting genes. Es gehört zu den jüngeren Entwicklungen des modernen Forschungssystems, dass die größten, die bedeutsamsten naturwissenschaftlichen Durchbrüche mittlerweile Jahr für Jahr in öffentlichkeitswirksamen Top-10-Listen gewürdigt werden, prämiert werden. Möglicherweise ein Effekt dessen, was man mit dem Bielefelder Wissenschaftssoziologen Peter Weingart als Verbühnung oder Vergesellschaftung von Wissenschaft beschreiben könnte. Solche Listen fassen naturgemäß jeweils höchst Unterschiedliches zusammen, Disparates. Aber eines gehört in diesen Tagen ganz sicher immer dazu, die Entdeckung von CRISPR-Cas9, einer völlig neuartigen DNA-Schere. Und diese Entdeckung ist eng mit dem Namen von Frau Charpentier verbunden. Der Ertrag eines Forscherlebens, das sich mit Konsequenz und Zielstrebigkeit der Erforschung von regulatorischen Prozessen bei bakteriellen Infektionskrankheiten gewidmet hat. Seinen Anfang nahm dieses Forscherleben in Paris, wo Frau Charpentier in den 90er Jahren Mikrobiologie, Genetik und Biochemie studierte und 1995 am Pasteur-Institut mit einer Arbeit über die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen bei Listerien promoviert worden ist. Nach weiteren Stationen, unter anderem an der Rockefeller University und in Wien, hat sie 2009 eine Professur in Ümeo übernommen und ist 2013 schließlich als Humboldt-Professorin nach Deutschland gekommen. Zunächst ans Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und die MHH, Medizinische Hochschule in Hannover. Seit Oktober vergangenen Jahres ist Frau Charpentier am Max-Planck-Institut für Infektionsforschung hier in Berlin. In ihren Forschungen interessiert sich Frau Charpentier vor allem für Fragen der Prozessierung und Produktion kleiner RNAs, für ihr regulatorisches Potenzial und für die Mechanismen der Transferierung von RNAs in den Wirt und für die Mechanismen von Toxin-Antitoxin-Systemen. Aus diesem Grundinteresse heraus sind auch ihre Arbeiten zu CRISPR-Cas entstanden, einem bakteriellen Abwehrsystem gegenüber Bakteriophagen, das gezielt einen Doppelstrangbruch im Genom bewirken kann. Zusammen mit Jennifer Doudna aus Berkeley konnte Frau Charpentier dieses ursprünglich sehr komplexe, aus zwei RNA-Molekülen und einer Nuklease bestehende System, konnte sie es beträchtlich vereinfachen, indem es ihr gelungen ist, die beiden RNA-Moleküle so zu verbinden, dass nur noch ein RNA-Molekül benötigt wird, um die Cas9-Nuklease an jene Stelle im Genom zu lenken, an der geschnitten werden soll. Damit ist eine hochpräzise und effizient programmierbare DNA-Schere entstanden, die ein punktgenaues Schneiden von Genomen ermöglicht. Und dass das für die lebenswissenschaftliche Forschung ganz erhebliche Erweiterungen ihrer Möglichkeiten bedeutet, das liegt ja auf der Hand. Für ihre Forschung hat Frau Charpentier in den letzten Jahren eine ganze Reihe an renommierten Preisen und Auszeichnungen erhalten, darunter
nur beispielsweise den Louis Janté Prize for Medicine, den Breakthrough Prize in Life Sciences, den Grand Prix Jean-Pierre Lecoq oder den Jakob Herskel Gaboway Award in Biotechnology and Medicine. Und heute schließt sich daran, sagen wir in einer gewissen Steigerungslogik, der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft an. Herzlichen Glückwunsch, Frau Schaffner. Professor für Informatik und speziell in dem Bereich Computer Vision tätig. Auf Deutsch heißt es Bildverarbeitung und Mustererkennung. Aus den Bildaufnahmen die Welt zu interpretieren, das ist das Ziel unserer Forschung. Und da geht es gar nicht so sehr darum, die Augen zu reproduzieren im Sinne einer Kamera zum Beispiel, sondern eher das zu reproduzieren, was das Gehirn mit diesen Bildern macht. Aus den Farben, die die Kamera aufnimmt von der Welt, möchte ich zu Konzepten kommen einer Welt von Objekten, von Relationen zwischen Objekten, von einer dreidimensionalen Struktur der Welt. Ich möchte die Bewegung der Strukturen erfassen, erkennen, berechnen. Also ich weiß nicht, ob Sie das hinten auch gehört haben, bei Herrn Krämers auf dem Schoß sitzt unter anderem ein kleiner junger Mann, der vor Schnulli gar nicht sprechen kann, aber sagt, da ist der Daniel drauf, da ist der Daniel drauf auf dem Film. So soll das eigentlich sein. Also bei der Leibniz-Preisverleihung jedenfalls. Meine Damen und Herren, dem Computer das Sehen beizubringen, wie hier gerade stand, diese Aufgabe stellt sich heutzutage in immer weiteren Bereichen. Denken Sie an selbstfahrende Autos, an Fahrerassistenzsysteme, an Robotik, an bildgebende Verfahren in Biologie und Medizin. Entwicklungen, die unser individuelles und kollektives Sein in der Welt schon jetzt prägen und es in Zukunft ganz gewiss intensiver prägen werden. Und die daher auch das Forschungsfeld der Bildverarbeitung und Mustererkennung ins Zentrum der Informatik gerückt haben. Das Forschungsfeld von Herrn Krämers. Wir ehren mit ihm heute einen Forscher, der dieses Feld ganz entscheidend mitentwickelt und vorangetrieben hat in den letzten Jahren und der zu den Größen seines Fachs gehört. Auch deshalb, weil er in seiner Forschung kontinuierlich und konsequent zwischen erkenntnisgeleiteter Forschung und ganz direkten Anwendungen, außerwissenschaftlichen Anwendungen hin und her wandert und der damit beides zugleich befruchtet. Gut belegt wird das etwa dadurch, dass seine Algorithmen bei einer nicht ganz unbekannten deutschen Medizintechnikfirma in der Software für medizinische Bildanalyse verwendet werden oder etwa im Fahrerassistenzsystem 6D eine zentrale Rolle spielen. So viel Product Placement muss sein. Das eine war Siemens, das andere war Daimler-Benz. Mit seinen Studien leitet Herr Krämers seit Jahren Herausragendes in der Bildverarbeitung und Mustererkennung, wobei vom Nominierungsausschuss für den Leibniz-Preis insbesondere sein Ansatz der konvexen Optimierung hervorgehoben worden ist, der erstmals auch effiziente Berechnungen und tragfähige Optimierungsverfahren für ein breites Spektrum von eigentlich nicht konvexen Aufgaben der Bildverarbeitung möglich gemacht hat. Ein Ansatz,
der sich mittlerweile in Theorie und Praxis als Standardverfahren durchgesetzt hat und der nun von Herrn Kremers für eine ganze Reihe zentraler Aufgaben der Bildverarbeitung produktiv gemacht wird, darunter die bildbasierte 3D-Rekonstruktion, das Bildentrauschen, die Bildsegmentierung und der optische Fluss. 1971 in Freiburg geboren, studierte Herr Kremers zunächst Mathematik und Physik in Heidelberg und als Fulbright-Stipendiat auch in New York und in Bloomington, bis er dann nach einem Abschluss in theoretischer Physik 1999 der Computer Vision Group von Christoph Schnörr an der Universität Mannheim beitrat, wo er 2002 auch promoviert worden ist. Wie viele der Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Tags zog es ihn anschließend als Postdoc in die USA und an die UCLA. Dann forschte er ein Jahr lang bei Siemens Corporate Research in Princeton. 2006 kehrte er zurück nach Deutschland und die Universität Bonn, wo er zum Professor berufen worden ist. Seit 2009 hat er an der TU München einen Lehrstuhl, also sonst überall in Deutschland heißt es W3-Professur, aber es ist ein Lehrstuhl an der TU München natürlich. Ich weiß sowas, ich habe auch in München einen Lehrstuhl. Ein Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Mustererkennung, wo er auch außerordentliches Geschick und Tatendrang bei der Ausbildung seiner Doktorandinnen und Doktoranden zeigt und eine der leistungsstärksten Computer Vision Groups weltweit aufgebaut hat. Lieber Herr Kremers, ich freue mich außerordentlich, Ihnen namens der Deutschen Forschungsgemeinschaft den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2016 überreichen zu dürfen. Und Sie können zu dritt auf die Bühne kommen. Ich bin in erster Linie an einem Verständnis der geologischen Prozesse interessiert, die im Inneren der Erde stattfinden. Ich studiere diese Prozesse im Labor und versuche sie zu reproduzieren. Weil wir keine Proben aus der tiefen Erde haben, müssen wir experimentale Messungen verwenden, um geophysikalische Eigenschaften der Gesteine aus dem Erdinneren zu bestimmen. Einige der denkwürdigsten Ereignisse sind die, wenn wir die ersten Ergebnisse aus Geräten erhalten, die wir selber aufgebaut haben. Ebenso erzeuge ich die extremen Bedingungen von Druck und Temperatur, die bei der Planetenentstehung auftreten, und studiere die Prozesse, die den Schichtenaufbau der Erde an der anderen Planeten verursachten. Sie haben es gesehen, Daniel Frost ist ein gutes Beispiel dafür, dass internationale Karrierewege heute ein selbstverständliches Charakteristikum unseres Forschungssystems sind. Und nebenbei ist er übrigens auch ein Beleg dafür, dass man es auch als Brite gut in Bayreuth aushalten kann, unabhängig davon, ob man Wagnerianer ist oder nicht, ob man sich in die bedeutende Tradition englischer Wagnerianer einordnen mag oder nicht. Daniel Frost studierte zunächst Chemie und Geologie an der University of London, wurde 1995 in Bristol promoviert und ging dann
wie so viele britische Forscher vor und nach ihm, für eine Postdoc-Phase in die USA an das Geophysical Laboratory an der Carnegie Institution in Washington. Von dort zog es ihn nach 2 Jahren indessen nach Europa zurück und so wechselte er 1997 an das Mayrische Geo-Institut in Bayreuth. Dort ist er seither geblieben, seit 2012 als Inhaber des Lehrstuhls für experimentelle Geowissenschaften. Geehrt wird Herr Frost für seine außergewöhnlichen Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Petrologie, mit denen er unser Wissen über die chemische Zusammensetzung, die Mineralogie und die Dynamik des Erdmantels fundamental erweitert hat. 3 Arbeiten sind dabei besonders hervorzuheben. Zum einen hatte Frost eindrucksvolle Beiträge zum Oxidationsgrad des Erdmantels geleistet, in denen er zeigen konnte, dass entgegen lang gehegten Forschungsmeinungen der Oxidationsgrad des Erdmantels keineswegs überall gleich ist, sondern dass er wesentlich vom Tiefenspektrum bestimmt ist. Dabei, so hat er herausgearbeitet, ist ein großer Teil des Kohlenstoffs im tiefen Mantel als Graphit oder Diamant gespeichert, während er oberflächennah zu Carbonaten oxidiert, sodass sich der Oxidationsgrad des Erdmantels zum Teil erheblich unterscheidet. Ein 2. wesentlicher Beitrag von Herrn Frost sind Arbeiten zum tiefen Wasserkreislauf der Erde. Während die schiere Existenz eines solchen Wasserkreislaufs zwischen den Ozeanen und den Gesteinen des Erdmantels, während die grundsätzlich bekannt ist, waren valide Aussagen über die tatsächlich im Erdmantel vorhandenen Wassermengen lange Zeit gar nicht möglich. Und hier ist es Daniel Frost in ziemlich beispiellosen Hochdruckexperimenten gelungen, einen konkreten Nachweis zu erbringen, dass in Teilen des Erdmantels mehr als 0,5 Gewichtsprozent Wasser in Mineralien gespeichert sind. Drittens haben Herrn Frosts Hochdrucksexperimente auch immer wieder zentrale Einsichten über die Entwicklung anderer terrestrischer Planeten geliefert. So konnte er beispielsweise zeigen, dass bei einer weitestgehend ähnlichen chemischen Beschaffenheit von Erde und Mars, dass der geringe Druck an der Kernmantelgrenze des Mars dazu führt, dass der Mantel dieses Planeten mehr Eisenoxid als der Erdmantel enthält, weshalb er auch einen deutlich kleineren Kern hat. In Anerkennung eben dieser Leistungen, Herr Frost, erhalten Sie heute den Leibniz-Preis 2016. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Philologe, Historiker und Philosoph und ich erforsche den arabischen Einfluss in Europa. An den vielen Arabismen in der deutschen Sprache können wir immer noch erkennen, wie tiefgreifend dieser Einfluss war. Zum Beispiel an Wörtern wie Algebra, Ziffer, Chemie, Alkohol, Safran, Schach und so weiter. Eine wichtige Frage meines Forschungsgebietes ist, welche Geschichte Orient und Okzident gemeinsam haben und was sie bei allen Gemeinsamkeiten trennt. Mich begeistert an meinem Forschungsgebiet, dass ich in der Vergangenheit hervorragende Denker antreffe, die ich vielleicht dem Vergessen entreißen kann. Ich sehe es so, dass ein Teil meines Berufes als Geisteswissenschaftler es auch ist, ein ungeduldiger Intellektueller zu sein. Und so blicke ich mit Sorge auf simplifizierende Auffassungen von Orient und Europa in der Gegenwart.
Meine Damen und Herren, Dirk Hasse hat es gerade formuliert und ich schließe daran an. Eine der zentralen Aufgaben moderner Geisteswissenschaften ist es nicht, wie gelegentlich unterstellt wird, die Komplexität von Welt und Gesellschaft zu reduzieren oder zu simplifizieren oder in Orientierungswissen zu übersetzen, sondern im Gegenteil die Komplexität der uns umgebenden historischen, kulturellen, normativen, ästhetischen Ordnungen, diese Komplexität zu steigern und zu bearbeiten, indem sie, die Geisteswissenschaften, Weisen des Weltverhältnisses und der Weltauslegung erforschen und rekonstruieren, die nicht mehr unsere eigenen sind oder hier nicht unsere eigenen sind. So halten sie die historischen und kulturellen Alternativen zum Gegebenen für die Gesellschaft verfügbar. Statten sie uns mit dem aus, was sich Möglichkeitswissen nennen ließe, also mit dem Wissen darüber, dass die Dinge weder zufällig noch notwendig so sind, wie sie sind. Wie bereichernd solcherlei Forschung sein kann, das zeigen die Arbeiten von Herrn Hasse auf ziemlich vorbildliche Weise. Mit großer analytischer Kraft erforschen und rekonstruieren sie die intellektuellen Beziehungen zwischen christlichen, jüdischen und muslimischen Gelehrten und ihren Institutionen seit dem Mittelalter und stellen sie so die Frage nach den kulturellen Grundlagen Europas in einen ganz neuen Zusammenhang, wie man in Parenthese hinzufügen kann, in einen Zusammenhang von ungeheurer gesellschaftlicher Aktualität. Immer wieder machen sie dabei deutlich, der Austausch zwischen Okzident und Orient war vielschichtig und weit gespannt. Der Einfluss arabischer Gelehrsamkeit auf die europäische Philosophie, Theologie, auf die europäischen Naturwissenschaften war bis in die frühe Neuzeit hinein, also bis vor gar nicht langer Zeit, muss man sagen, enorm. Und so öffnen Herrn Hasses Forschungen also eine Vielzahl an produktiven Perspektiven, die weit über sein Fachgebiet, die Philosophiegeschichte, hinausreichen, auch weil sie durchwegs von einer außergewöhnlichen methodischen Originalität getragen werden. Kein Zufall also, dass eine große Reihe seiner Arbeiten zu viel zitierten, ja viel bewunderten Standardwerken geworden ist, darunter vor allem seine Untersuchung über Avicennas De Anima in the Latin West. Neben seinen Leistungen als Forscher hat Herr Hasse sich auch als Wissenschaftsorganisator einen Namen gemacht. Das sieht man unter anderem daran, dass er zwei wichtige Langzeitvorhaben auf den Weg gebracht hat, die er seither als Leiter betreut. Einmal das an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften angesiedelte Vorhaben zur Erforschung der Adaptionen, Aneignungen, Transformationen des ptolemäischen Weltbildes in den westöstlichen Kulturbeziehungen. Und andererseits das DFG-Langfristvorhaben zur Erschließung der fachsprachlichen Beziehungen zwischen lateinischer und arabischer Welt in einem arabisch-lateinischen Glossar. Ausgebildet worden ist Herr Hasse als Latinist, als Gräzist, Arabist und Philosoph in Göttingen, Yale, Tübingen und am Londoner Warburg Institute. Seit 2000 forscht er in Würzburg, wo er 2005 eine Lichtenberg-Professur antrat und seit 2010 den Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie innehat. Lieber Hasse, es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute den Leibniz-Preis überreichen darf, nicht nur, weil dann passiert, was ganz selten der Fall ist, dass zwei Medievisten zugleich auf der Bühne stehen hier, sondern weil er es Ihnen in Zukunft so leicht wie nur möglich machen möge, ein ungeduldiger Intellektueller zu sein, ein ungeduldiger Intellektueller, der mit seinen Arbeiten an die historischen und kulturellen Komplexitäten der europäischen Welt in ihren Kontexten erinnert. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Wir beschäftigen uns mit Katalysatoren, die aus reinen organischen Verbindungen sich konstituieren, also Aminosäuren und Zucker. Und es grenzt sich ab von anderen Forschungsgebieten der Katalyse, bei denen man eben Enzyme verwendet oder Metallkatalysatoren. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, inspiriert durch eine genauere Betrachtung von, wie Enzyme eigentlich wirklich funktionieren, ob nicht auch kleine organische Moleküle als Katalysatoren geeignet sind. Wir haben dann gefunden, dass die Aminosäure Prolin, Bestandteil der Eiweiße in unserem Körper, völlig ungiftig und auch sehr kostengünstig chemische Reaktionen hochselektiv und effizient katalysieren kann. Und das war der Beginn meines neuen Forschungsgebiets, nämlich dem Gebiet der Organkatalyse. Ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht erwarten kann. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, die coole Variation des Logos der Max-Planck-Gesellschaft, die in diesem Film zu sehen war, die müsste noch mal ein bisschen rauskopiert werden. Es gibt Menschen, bei denen sich schon in frühen Jahren abzeichnet, dass die Forschung ihre Bestimmung, ihre Berufung ist. Zu denen gehört auch Benjamin List. Er hat sich mit zarten 12 Jahren entschieden, dass er Chemiker werden wolle, weil ihn nach eigener Auskunft damals die Frage zu interessieren begann, woraus Materie aufgebaut sei. Seitdem hat er sich zu einem der einflussreichsten Forscher seines Fachgebiets entwickelt, der nach der Promotion in Frankfurt und einer daran anschließenden Postdoktorandenzeit am Scripps Research Institute seit 2003 am MPI für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr forscht. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten, das haben Sie eben schon ein bisschen sehen können, steht die Organokatalyse, ein Forschungsfeld, das Herr List selbst mit begründet hat. Wie lassen sich organische Moleküle als Katalysatoren in der Herstellung von Chemieprodukten einsetzen? Solche Moleküle sind im Vergleich zu herkömmlichen Katalysatoren meist weniger toxisch und sie sind leichter wiederzugewinnen. In ihnen liegt daher auch ein immenses Potenzial für die Entwicklung ressourceneffizienter und nachhaltiger Katalyseverfahren. Schließlich werden fast 80% aller Chemieerzeugnisse mithilfe von Katalysatoren hergestellt. Mit seinen Arbeiten hat Herr List ganz wesentlich dazu beigetragen, die Wirkmechanismen und Prinzipien der Organokatalyse aufzuklären. Wegweisend war dabei vor allem seine im Jahr 2000 gemachte Entdeckung der prolinkatalysierten intermolekularen Aldolreaktion. Es ist immer so, dass wenn die Chemiker Preise kriegen, müssen alle anderen sich durch diese Wörter durchhangeln. Das kann man nur nicht ändern. Eine hochinnovative Arbeit, die das Forschungsfeld der Organokatalyse überhaupt erst geöffnet hat und seither nicht nur in der Katalyseforschung weltweit einen besonderen Einfluss hat, sondern die auch zu einer vielfältigen Reihe von Anwendungen geführt hat, beispielsweise in der Herstellung von Medikamenten zur HIV-Behandlung. In jüngerer Zeit hat Herr List zudem Pionierarbeit bei der Erforschung der textilorganischen Katalyse geleistet. Ein Forschungsfeld, das bislang kaum beachtet wurde, das aber vielfältige Anwendungsmöglichkeiten eröffnet, bis hin zu solchen sehr praktischen Fragen wie der Aufbereitung von Wasser. Meine Damen und Herren, mit Herrn List haben wir hier in Deutschland einen Chemiker und Katalyseforscher, der weltweit zu den einflussreichsten Vertretern seines Fachs gehört und in den letzten 15, 16 Jahren eine bemerkenswerte Wirkung auf die Forschungslandschaft ausgeübt hat.
Und damit hat er übrigens auch vollkommen die Erwartungen jener Ausstellung eröffnet, die ich eingangs schon einmal angespielt habe, jene Ausstellung über die 100 Köpfe der Zukunft. Denn neben Herrn Bradtke wurde damals auch Herr List als große Zukunftshoffnung der Forschung vorgestellt. Also bei den 100 Fällen hatten sie zweimal schon einen Treffer. Das ist, wenn man weit in die Zukunft gucken will, im Grunde mehr, als man erwarten kann. Lieber Herr List, in der Hoffnung, dass die Zukunft sich immer weiter öffnen möge, die Zukunft Ihrer Forschung, und in Anerkennung der bisherigen Leistungen gratuliere ich Ihnen sehr und überreiche Ihnen den Leibniz-Preis diesen Jahr. Ich interessiere mich für Normen, die in einem politischen Kontext entstanden sind, und für die sozialen Bedingungen von politischen Verfahren, die Normen erzeugen. Das Faszinierende an Normen ist ja, dass sie auch dann noch gelten, wenn sie gebrochen werden. Und das ist ein sehr anspruchsvoller, schwer zu verstehender sozialer Mechanismus. Es gibt einfach teilweise wirklich Rechtsprobleme. Da geht es dann wirklich darum, dass wir mit einem Sachverhalt konfrontiert werden und mal überlegen, wie können wir den sagen, mit der vorhandenen juristischen Begrifflichkeit rekonstruieren, was ist möglich rechtlich, was ist nicht möglich. Und es gibt eher eine vergleichende Perspektive, in der man sich nochmal sagen, verschiedene Lösungen in verschiedenen Rechtsordnungen anguckt. Und dann braucht man dazu aber schon eigentlich immer theoretischen Rahmen. Also es geht dann doch auch sehr darum, sagen, Theoriebuilding zu betreiben. Rechtswissenschaften, meine Damen und Herren, sind eine Disziplin, die Theorie und Praxis in besonderer Weise aufeinander bezieht, wie die Professionsfakultäten der Vorhumboldtschen Universität, die Theologie, die Medizin und eben die Rechtswissenschaften. Rechtswissenschaftler, Vertreter dieser Disziplin sind häufig Forscher und Praktiker, also Forscher im Wissenschafts- und Praktiker im Rechtssystem zugleich. So ist es auch bei Herrn Möllers, der sich einerseits als Public Intellectual immer wieder mit beachtenswerten Beiträgen und Interviews zu aktuellen Fragen äußert, so jüngst ausführlich in der Süddeutschen etwa zur Flüchtlingskrise, und der darüber hinaus auch an der Praxis der Rechtsprechung mitwirkt, als Richter im Nebenamt am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, vor allem aber auch als Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungsgericht. Von sich selbst sagt er dabei, und ich zitiere: Man muss jedenfalls immer sehr aufpassen, weil die Praxis dann auch Zeit kostet, weil sie einen dann manchmal von der Wissenschaft auch abbringt. Das ist natürlich sehr schade und eigentlich in gewisser Weise auch ein zu hoher Preis. Zitat Ende. Nun hat dieser Satz heute seine besondere Berechtigung, denn Herr Möllers kann an dieser Preisverleihung nicht teilnehmen, weil er vor dem Bundesverfassungsgericht als Prozessvertreter den Bundesrat im NPD-Verbotsverfahren vertreten muss. Und da begann heute Morgen die mündliche Verhandlung. Das ist eine Gewichtigkeit eines Entschuldigungsgrundes, demgegenüber auch DFG-Präsidenten klaglos die Waffen strecken müssen. Ich will aber trotzdem wenige Sätze doch zu Herrn Möllers sagen, nämlich
Zunächst diesen, dass wir mit ihm in diesem Jahr einen herausragenden Rechtswissenschaftler auszeichnen, der auf den Gebieten des deutschen und vergleichenden Verfassungsrechts, der Verfassungs- und der Rechtstheorie durch eine ganze Reihe von sehr grundlegenden Monographien wirklich Maßstäbe gesetzt haben. Dazu gehört seine Dissertation über den Staat als Argument, in der er souverän die Geschichte deutschen Staatsdenkens in den letzten 120 Jahren durchschreitet und kritisch auslegt. Dazu gehört seine Habilitationsschrift über Gewaltenteilung, die sich zu einem Standard über Gewaltengliederung, Entschuldigung, die sich zu einem Standardwerk der Theorie des öffentlichen Rechts entwickelt hat. Und dazu gehört auch seine 2011 unter dem Titel Das entgrenzte Gericht, seine Überlegungen zur Verfassungsgerichtsbarkeit, zur Theorie, der Theorie und Praxis der Verfassungsgerichtsbarkeit. In seinen Arbeiten, von denen mehrere ins Englische, ins Japanische, ins Chinesische übersetzt worden sind, überschreitet Herr Möllers dabei souverän die Grenzen zwischen Rechtswissenschaft, Philosophie, Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft und Geschichte in einer übrigens nicht oft anzutreffenden Verbindung von stilistischer Leichtigkeit und scharfer Analyse, so zuletzt in dem vor wenigen Wochen und ja öffentlich ziemlich breit kommentierten Buch über die Möglichkeit der Normen. Der Leibniz-Preis, so schreibt es der Normierungsausschuss in seiner Stellungnahme, soll Herrn Möllers nun, Zitat, in einer Phase hoher wie innovativer wissenschaftlicher Produktivität in die Lage versetzen, sein Fachgebiet entscheidend weiterzuentwickeln, aber auch die benachbarten sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen weiterhin durch wichtige Denkanstöße zu bereichern, Zitat Ende. Und wir können hier vielleicht nur aus der Perspektive der Wissenschaft den Wunsch hinzufügen, dass er nicht zu oft abgebracht wird von seiner Forschung durch die wichtige Arbeit im Rechtssystem. Ribosomen sind kleine Partikel, die für jede Zelle wichtig sind, weil sie Proteine synthetisieren. Mit unseren Methoden sehen wir, wie die Teile des Ribosoms sich bewegen und wie genau die Proteine gemacht werden, Schritt für Schritt. Wenn die Ribosomen etwas falsch machen, dann kann man auch krank werden. Und diese Krankheiten sind sehr selten und die heißen Ribosomopathien. Wir können inzwischen nicht nur Aminosäuren einbauen, sondern einfach andere Substanzen. Und das führt dazu, dass wir bisher unbekannte Materialien bauen können. Wenn diese Hypothese etwas für sich hat, von der ich gerade sprach, dass nämlich die Geisteswissenschaften in unserem Forschungssystem im Wesentlichen für Möglichkeitswissen einstehen, dann ließe sich im Anschluss daran ja für die Lebens- und Naturwissenschaften vielleicht die Hypothese wagen, dass sie uns methodisch gewonnenes und insofern verlässliches Wirklichkeitswissen zur Verfügung stellen. Jedenfalls, wo die Geisteswissenschaften nach Alternativen zum derzeit jeweils Gegebenen fragen, interessieren sich die Natur- und Lebenswissenschaften für das Gegebene selbst, für die Vielfalt der Organismen, die wir in unserer belebten Welt vorfinden, für die Mechanismen, die das organische Leben begründen und damit also für dieses Leben selbst. Mit Frau Rodnina zeichnen wir heute eine Forscherin aus, die seit vielen Jahren dazu
einen sehr wichtigen Beitrag leistet, indem sie nämlich kontinuierlich unser Wissen über die Struktur und Funktionen von Ribosomen erweitert. Ribosomen, das hat sie eben in dem Film selbst gesagt, Ribosomen sind wichtige, aber äußerst komplexe molekulare Motoren der Zelle, die aus Aminosäuren Proteine synthetisieren. Ein Prozess, der präzise ablaufen muss, weil Translationsfehler zu defekten Proteinen und damit dann auch zu Schäden in der Zelle führen können. Ja. Jetzt hat er angedockt. Wie diese Synthese und Translationsprozesse am Ribosom laufen, das hat Frau Rodnina durch die originelle Verbindung von kinetischen und fluoreszenzbasierten Methoden in einer ganzen Reihe von bedeutenden Beiträgen aufklären können, wobei die von ihr gewonnenen kinetischen Daten noch immer die einzige quantitative Basis für weitergehende Netzwerk- und Modellierungsanalysen der Translation darstellen. Darüber hinaus verdanken wir ihr auch wegweisende Einsichten zum chemischen Mechanismus der Peptidbildung im Ribosom, verdanken wir ihr die Entdeckung der Funktion des Hilfsproteins EFP und die Entschlüsselung des Prinzips des Umkodierens in Translationsprozessen. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, an dieser Stelle direkt aus der Stellungnahme des Nominierungsausschusses zitieren, in der es heißt: Die Arbeiten von Marina Rodnina bestechen durch außergewöhnliche Sorgfalt, Kontinuität und hohen technischen Standard. Durch die einzigartige Verknüpfung biophysikalischer, biochemischer und struktureller Sichtweisen gelingt es ihr, die komplexe Funktion von Ribosomen quantitativ zu beschreiben. Marina Rodnina hat damit grundlegende Beiträge zum mechanistischen Verständnis der Translation geleistet und hat sich als eine Leitfigur auf dem Gebiet der Ribosomenforschung etabliert. Begonnen hatte die Karriere von Frau Rodnina in Kiew, wo sie 1989 in Molekularbiologie und Genetik promoviert wurde. 1990 kam sie dank eines Forschungsstipendiums der Alexander von Humboldt Stiftung nach Wittenherdecke, wo sie sich 1997 im Fach Biochemie auch habilitierte. Von 1997 bis 2007 war sie dann dort an der Universität Wittenherdecke als Professorin für physikalische Biochemie tätig. Seit 2008 ist sie Direktorin am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Herzlichen Glückwunsch zum Leibniz-Preis, Frau Rodnina. Kann man erforschen, wie die Menschheit mit Kunst umgegangen ist seit ihren Anfängen? Wie geht das? Die Büste der Nofretete ist ein gutes Beispiel dafür. Durch unsere Forschung wurde klar, dass eigentlich diese ganze Story um Nofretete eine deutsch-französische Affäre ist. Und zwar die mit dem Ersten Weltkrieg, mit der deutsch-französischen Feindschaft im Ersten Weltkrieg zu tun hat. Wenn es um den Umgang mit Kunstwerken in Kriegszeiten geht, was ja relativ zentral ist in meiner Forschung, da kommt man schnell zu Archiven, die man als Kunsthistoriker eher nicht besucht. Also polizeiliche Archive, Kriegsarchive, Archive des Auswärtigen Amtes. Die Geschichte von brutalen Aneignungen von Kunstwerken wird immer mehr, glaube ich, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Wir können keine Kunstgeschichte oder ohne Geschichte des Kunsthandels schreiben, weil die Kunst immer auch ein Produkt gewesen ist.
Also meine Damen und Herren, ich habe es ja heute mit den Ausstellungen, schon zweimal habe ich auf Ausstellungen angespielt, die waren aber in Berlin, also es war eine Ausstellung in Berlin, da, wie Sie alle wissen, die DFG eine urrheinländische Institution ist, muss nun auch mal von Bonner Ausstellungen die Rede sein. Wer also das Glück hatte, vor einigen Jahren in der Bundeskunsthalle in Bonn die Ausstellung über Napoleon Bonaparte, Traum und Trauma, zu sehen oder im Observatoire de Paris die vielbeachtete Ausstellung über die Brüder Humboldt, der ist bereits in einer gewissen Weise mit der Arbeit von Frau Savoy vertraut, denn diese beiden Ausstellungen wurden von ihr konzipiert und kuratiert. Das zeigt, Frau Savoy gehört zu jenen Forschenden, die in ihrer Arbeit Wirksamkeit in der kulturellen Öffentlichkeit und historisch-methodische Selbstreflexion aufeinander zu beziehen wissen und die beides auf einem gleichermaßen virtuosen Niveau tun. Wir ehren mit Frau Savoy heute eine Kunsthistorikerin, die in Paris und Berlin in Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte ausgebildet worden ist und seit ihrer Berufung an die TU Berlin im Jahre 2003 der Kunst- und Museumsgeschichte in vielerlei Hinsicht völlig neue Wege gebahnt hat. Dabei durchbricht sie immer wieder die gesetzten Rahmen gängiger Forschungsdebatten, öffnet sie ihrer Disziplin neue Horizonte, indem sie ihre Fragestellungen stets in einem ungemein weit gespannten Rahmen historisch-systematischer Forschung situiert. Schon ihre zweibändige Doktorarbeit über den napoleonischen Kunstraub in Deutschland von 1794 bis 1940 ist dafür ein Musterbeispiel. Auf Grundlage breiter empirischer Quellenarbeit und mit großer analytischer Virtuosität erzählt sie hier die weit verzweigte Geschichte von Kunsteroberungen in den deutschen Ländern und wirft sie nebenbei ein differenziertes Epochenbild französisch-deutscher Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 2003 in Frankreich erschienen, hat diese Pionierarbeit der Kunstgeschichte ganz neue Fragestellungen und Forschungsoptionen eröffnet. Nicht zuletzt deswegen, weil sie die kunsttheoretischen Implikationen und die bis in die Gegenwart reichenden Folgen der musealen Beutezüge Napoleons, weil sie die systematisch mitreflektiert. Nicht weniger wichtig, nicht weniger originell sind auch Frau Savoys jüngere Arbeiten zur Geschichte der Nofretete in Berlin, zur Raubkunst seit dem Zweiten Weltkrieg und zur Geschichte des Museums. Das Museum gehört übrigens zu den Forschungsinfrastrukturen, um das nur mal beiläufig hier einzufügen. Also Arbeiten, die sich um eine transnationale Erweiterung der musealen Sammlungsgeschichte bemühen und die dabei gleichermaßen durch einen souveränen methodischen Zuschnitt wie durch eine elegante Weitläufigkeit bestechen. Kein Zufall also, dass auch ihr neues Buch über Paris als Hauptstadt der deutschen Romantik mit ziemlicher Spannung, nicht nur von den Germanisten, mit ziemlicher Spannung erwartet wird. Neben der Forschung sind auch die Lehre und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zwei besondere Anliegen von Frau Savoy. Rund 20 Doktoranden, Postdoktoranden, Mitarbeiter arbeiten an ihrem Lehrstuhl und werden von ihr vorbildlich gefördert. Vor zwei Jahren, 2013, hat sie zudem den Preis für vorbildliche Lehre an der TU Berlin erhalten. Nun, liebe Frau Savoy, bekommen Sie also auch in Anerkennung Ihrer Leistung als Forscherin einen Preis. Wir ehren Sie als eine der international renommiertesten Vertreterinnen der Kunstgeschichte und zwar in der Hoffnung, dass der Leibniz-Preis Ihnen die Freiheit geben möchte, auch in Zukunft der Kunstgeschichte neue Wege zu bahnen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Savoy.
grob gesagt beschäftige ich mich mit ganzen Zahlen, also den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und wann Gleichungen in ganzen Zahlen lösbar sind. Eine Sache, für die ich recht bekannt wurde, ist meine Theorie der sogenannten perfektoiden Räume, die es ermöglicht, verschiedene geometrische Situationen miteinander zu verbinden in Weisen, die vorher nicht möglich waren. Das Faszinierende an der Zahlentheorie ist, dass man zu diesem Studium dieser sehr elementaren Objekte wie der ganzen Zahlen Techniken aus nahezu allen anderen Gebieten der Mathematik, aus der Analysis, aus der Geometrie, aus der Topologie braucht, um diese Fragen zu beantworten. Meiner Meinung nach ist die Mathematik schon da und man entdeckt sie größtenteils. Und das finde ich faszinierend, dass man diese objektive Realität allein durch Nachdenken erfassen kann. Ja, im Nachhinein eben, aber nicht im Vorhinein. Dass Sie als Letztes an die Reihe kommen, das ist in unserer immer noch von Anciennitätsprinzipien geprägten Welt, das ist meistens das Schicksal der Jüngsten. Und so ist es heute auch und so hat es irgendwie seine gute Ordnung, Herr Scholze. Herr Scholze ist 28 Jahre alt. Er ist nicht nur der jüngste Preisträger des heutigen Abends, er ist überhaupt der jüngste Preisträger in der 31-jährigen Geschichte des Leibniz-Preises. Und die Geschichte des Leibniz-Preises ist bei weitem nicht der einzige Weltzusammenhang, in dem er der Jüngste ist. Er ist eben immer der Jüngste. Dass gleichwohl Jugendlichkeit nicht vor wissenschaftlichen Ausnahmeleistungen schützt, das belegt sein Lebenslauf ziemlich eindrücklich. 1987 in Dresden geboren, machte Herr Scholze nicht nur als Schüler des Heinrich-Hertz-Gymnasiums, eines mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums hier in Berlin, machte er nicht nur als Schüler des Heinrich-Hertz-Gymnasiums früh auf sein Talent aufmerksam, sondern auch durch den fünfmaligen Gewinn beim Bundeswettbewerb Mathematik, durch zahlreiche Erfolge bei der Mathematik-Olympiade in Deutschland, durch 4 Goldmedaillen bei der internationalen Mathematik Olympiade. Er hat dann in Bonn Mathematik studiert und ist nach seiner Promotion 2012 in einem außergewöhnlichen Berufungsverfahren auf einen der 5 Lehrstühle am Hausdorff Center for Mathematics in Bonn berufen worden, wo er immer noch der jüngste W3-Professor in der Bundesrepublik ist. Herr Scholze gehört heute zu den großen Koryphäen seines Fachs und zwar weltweit. Seine Arbeiten zeichnen sich durch methodische Kreativität und große schöpferische Kraft aus. Weltweit werden sie als bahnbrechend gefeiert, weil sie grundlegende und seit Jahrzehnten ungelöste Probleme der arithmetischen Geometrie lösen. Von den zahlreichen Beiträgen und mathematischen Leistungen Herrn Scholzes hat der Nominierungsausschuss besonders 2 hervorgehoben. Erstens sein Beweis der sogenannten Langlands-Vermutung für p-adische lokale Körper, einer der wichtigsten Beiträge zur Theorie der automorphen Formen in den letzten 2 Jahrzehnten. Und zweitens hat Herr Scholze mit seiner Theorie der perfektoiden Räume, von der er auch gerade in dem Film sprach, einen Ansatz ausgearbeitet, der das Methodenspektrum der Mathematik in ungeahnter Weise geöffnet hat und weithin als geradezu revolutionärer Durchbruch der algebraischen Geometrie gilt. Wie tragfähig diese Theorie ist, hat Herr Scholze dabei selber anhand seiner partiellen Lösung der Monodromie-Vermutung von die Linie belegen können, wie auch am Beispiel der p-adischen Hodge-Theorie für rigide Räume, womit er eine seit über 40 Jahren offene Frage der Mathematik beantworten konnte. Und bei alledem, so hebt es der Nominierungsausschuss hervor, besticht Herr Scholze nicht nur durch analytische Brillanz, sondern auch durch eine außerordentliche Gabe, Zitat, die Ausgangsidee und das endgültige Resultat so einleuchtend und elegant zu formulieren,
wie wir es sonst nur von den großen Klassikern der Mathematik kennen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, mit Herrn Scholze zeichnen wir einen Ausnahmemathematiker aus, der in jungen Jahren Außerordentliches geleistet hat. Und ich gestehe, dass es mir eine besondere Freude ist, Ihnen den Leibniz-Preis dieses Jahr überreichen zu dürfen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, sehr geehrte Frau Ministerin Kunst, sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, Ihre Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Leibniz, der ja den Leibniz-Preis nicht kannte, hätte ihn aber sehr wohl gebrauchen können, als er nämlich in Paris war. Ja, er war in Paris, wo er auf eine Audienz beim König wartete. 4 Jahre lang wartete er, vergeblich. Aber in dieser Zeit fiel ihm ein, vielleicht gänzlich in Paris zu bleiben und dort mit Hilfe eines, wie er schreibt, gewissen Amtes, das käuflich zu erwerben war, sein Leben zu finanzieren. Das war ein Traum. Ein Traum vom Leibniz-Preis. Vor 340 Jahren, also wie wir hörten, über 300 Jahre vor der eigentlichen Erfindung des Preises, Zukunft seit 1676. Als ihm davon träumte, war Leibniz 26 Jahre alt, mobil, frech und frei, gut vernetzt, aber ohne Geld. Ins heutige Deutsche übersetzt, exzellent, aber prekär. Wie schlecht es Leibniz in Paris ging, lässt sich daran ermessen, dass er weder feste wissenschaftliche Aufträge bekam, noch das deutsche Salär, was ihm eigentlich zustand, bekam. Also arm, aber
in Paris. Wie sexy sich die Stadt für einen Nachwuchswissenschaftler seines Kalibers damals anfühlte, beschrieb Leibniz in mehreren Briefen. Die Gleichzeitigkeit aller Wissenschaften stachelte ihn da an. Die schöpferische Versammlung der besten Männer seiner Zeit an einem einzigen Ort, sogar die unerhört geschickten Präzisionsmechaniker, die ihm Uhrwerke und Rechenmaschinen bauen konnten und auch bauten, also wollte Leibniz in Paris bleiben. Da begann seine Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und bald brannte er für diese Idee eines gewissen käuflichen Amtes, also das ihm, wie er hoffte, ein freies, unabhängiges Forscherleben in Paris garantieren würde, aber leider teuer gekauft werden musste. Dafür fehlte ihm das Geld. Also schrieb Leibniz in Paris Drittmittelanträge nach Deutschland. Nachzulesen sind diese Anträge in Leibniz' sämtlichen Schriften und Briefen, herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, damals in der DDR, Reihe 1, Band 1. In diesen transnationalen Anträgen begründet Leibniz seinen Finanzbedarf mit dem Wunsch nach Autonomie. Er hatte keine Lust, schrieb er, sich bei irgendwelchen Fürsten einschmeicheln zu müssen, wie sonst immer in Deutschland. Kein Klüngeln, kein Schleimen, kein Zittern, kein Druck. Nur eine kleine Anschubfinanzierung von zu Hause und er wäre glücklich in Paris. Was genau hinter dem gewissen Amt steckte, erfuhr der potenzielle Geldgeber in diesen Anträgen freilich nicht. Dafür aber, von 1 bis 10 nummeriert, was in Leibniz' Augen die Sache attraktiv machte. Erstens, sie habe ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Zweitens, wäre ihr Ertrag sogar steigerungsfähig. Drittens, hätte Leibniz eine Idee, um sie noch zu erhöhen. Viertens, sei das Amt honorabel. Fünftens, müsse man dafür nicht gegen sein Vaterland handeln. Sechstens, es sei religionsunabhängig. Siebtens, es erfordere, Zitat, mäßige Arbeit und wenig Verantwortung. Ja, achtens, es verbiete nicht, Zitat, von Zeiten zu Zeiten einige Reisen in das Vaterland zu unternehmen. Und zum neunten gäbe es die Möglichkeit, gute Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon profitieren zu lassen. Schließlich könne man zehntens das Projekt jederzeit unterbrechen. Leibniz hatte es eilig mit seinem Antrag. Er beendete ihn mit den Worten, ich erwarte auf dieses Schreiben ehestens Antwort und damit solches richtig zugehe, kann man es nur auf die Post geben und auf den Titel des Briefes nichts anderes als dieses von Wort zu Wort, von Buchstaben zu Buchstaben schreiben, à Monsieur, Monsieur Leibniz, à Paris, Faubourg Saint-Germain, Rue Garancière, à la Ville de Saint-Quentin, verbleibe demnach meines hochgeehrten Herren und werten Freundes, dienstverbundenster GWL. Der Traum ging nicht in Erfüllung. Die Fürsten und Freunde in Deutschland gaben Leibniz nicht das nötige Startkapital, das es für sein Forscherleben in Paris benötigte. Denn sie wollten ihn lieber bei sich haben. In Deutschland. Im armen, armen Deutschland, das vor dem reichen und mächtigen Frankreich zitterte und auch dauernd von ihm gezaust und gebeutelt wurde. Leibniz war ja bekanntlich nach Paris gegangen, um Ludwig dem 14. vorzuschlagen, einen Ägyptenfeldzug zu machen. Das Projekt war auf den imperialen Ehrgeiz des französischen Königs aus. Es heißt, Leibniz wollte Frankreichs Übermut von Deutschland ablenken und auf Ägypten umleiten. Ein perfider Plan. Leider hat der König den Nachwuchsforscher nicht vorgelassen und hat seinen Vorschlag noch nicht einmal abgelehnt. Leibniz selber aber wäre in der Zeit beinahe zum Franzosen geworden. Die perfiden Franzosen hatten ihn unversehens auf ihre Seite gezogen, ihn also von Deutschland abgelenkt und auf Frankreich umgeleitet. Die Franzosen denken, sie brauchen keinen Leibniz-Preis, um jemanden an sich zu binden. Die Franzosen glauben, das mit ihrer überzeugenden Lebensart zu schaffen. Das reicht auch meistens. Im Falle Leibniz hat das aber nicht gereicht. Ein wenig deutsches Kapital wäre gut gewesen, hätte die Sache klar gemacht oder abgerundet. Aber aus Deutschland kam nichts. Das war ein negativer Leibniz-Preis,
den der Philosophen schließlich 1676 in die Heimat zurückzog. Wir aber stehen hier mit dem positiven Leibniz-Preis sozusagen bei Leibniz zu Hause hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wir bedanken uns bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die unerhörte Autonomie und Freiheit, die uns mit diesem Preis geschenkt wird, und für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir wissen ganz genau, dass wir es nicht alleine sind, die diese Auszeichnung bekommen, sondern mit uns all diejenigen, die innerhalb und außerhalb der Universitäten und Forschungseinrichtungen mit uns im lebendigen Dialog und freundschaftlichem Austausch stehen. Verbunden mit unserem aufrichtigen Dank sind zwei Hoffnungen. Zunächst die dringende Hoffnung, dass dem wissenschaftlichen Nachwuchs, exzellent, aber prekär in Europa und besonders in dem gar nicht mehr so armen Deutschland, endlich größere berufliche Sicherheit, das heißt auch intellektuelle Freiheit, verschafft wird. Sowie zweitens die noch dringendere Hoffnung, dass die freie, unabhängige, auf Grenzüberschreitungen und transnationale Befruchtungen angewiesene Wissenschaft als Gegengift gegen die Renationalisierung Europas, die wir in den letzten Jahren erleben, wirken kann. Wir arbeiten daran.
Ja, meine Damen und Herren, bis hierhin war es das jetzt. Und es bleibt mir nichts, als alle denen sehr zu danken, die dazu beigetragen haben, dass, sofern es denn gelungen ist und von meinen Lapsus am Beginn, also alle denen zu danken, die zum Gelingen der Preisverleihung beigetragen haben oder der Möglichkeit der Preisverleihung beigetragen haben. Das sind die Zuwendungsgeber, Bund und Länder, also deren Finanzmittel das Leibniz-Förderprogramm überhaupt erst möglich machen. Dann will ich ganz herzlich danken den wirklich sehr vielen Gutachtern, die der Leibniz-Preis oder das Programm in Anspruch nehmen muss, um seine Entscheidungen so gut begründet, wie es der Fall ist, treffen zu können. Also den zahlreichen Gutachterinnen und Gutachtern und den Mitgliedern des Nominierungsausschusses, die ihre der Preisträgerinnen und Preisträger Arbeit kritisch gewürdigt haben. Ich will den Musikern für die coole Musik herzlich danken und den Mitgliedern des DFG-Büros hier in Berlin und der DFG-Geschäftsstelle, die das ganze Programm, und es ist ein aufwendiges, auch administrativ aufwendiges Programm, die das Programm administrieren und die das Zeremoniell des heutigen Tages organisiert haben. Allen voran Frau Ruckmanns-Beucher und Frau Lessenich, vielen herzlichen Dank. Applaus